So, also ihr seht heute zum ersten Mal die WASTX laufen, so wie wir es geplant haben. Wir haben jetzt die letzten Wochen damit verbracht, das Eintragssystem zu entwickeln, einen Reaktor dazu, und haben jetzt quasi heute zum ersten Mal hier oben reinfüttern können, die Plastik von Schuster. Die Anlage nimmt sich das jetzt selbst, hat heute zum ersten Mal die kritische Marke erreicht, mehrere Kilo selbstständig zu nehmen, zu prozessieren und in Öl umzuwandeln erstmal. Hier unten seht ihr den schon vorbereiteten Motor. Theoretisch könnten wir jetzt auch den produzierten Kraftstoff hier reinlaufen lassen und der Motor würde sich selber bedienen. Wir haben in den letzten Wochen daran gearbeitet, dass das Einbringsystem die nötige Energie aufbringt, um den Kraftstoff, das Plastik schon vorzupyrolysieren, sodass wir im eigentlichen Reaktor nur noch nachpyrolysieren müssen. Die Kunst besteht darin, auf der einen Seite die Luft aus dem Substrat rauszukriegen, indem wir mit einer Förderschnecke an die Verjüngung des Zubringsystems anpressen. Dahinter ist ein Rohr, was selbst schon als Reaktor zu sehen ist, und das schmilzt das Produkt auf. Und durch diesen Prozess haben wir einen Reaktor geschaffen, der in der Lage ist, selbstständig reinzuführen, bei genügend Gegendruck anhält und erst wenn das Produkt vorpyrolysiert ist, weiter fördert. Dadurch schaffen wir, dass wir luftdicht oder gasdicht einführen. Wir können größere Mengen Substrat automatisch füttern und der Reaktor nimmt sich immer genau so viel, wie er verarbeiten kann. Das ist im Prinzip das, was wir heute zum ersten Mal nachgewiesen haben. Und wenn ihr mal mit hier rumkommt, dann seht ihr auch, dass wir jetzt tatsächlich und kontinuierlich mit der kleinen Anlage Kraftstoff erzeugen, der wiederum schon erfolgreich im Motor getestet wurde. Das ist also ein ganz großer Tag heute. Was ist denn heute eigentlich für ein Datum? Das 28. Ich weiß es nicht. 27. Ende Juli. Ende Juli. Und das Schöne ist, dass auch noch der Kunde da war heute früh und zum ersten Mal das Ding lief. Also es passt heute einfach wie die Faust aufs Auge. Melden uns wieder.